mein Kreislauf schließt. Dafür haben heute im Stadtrat SPD, Grüne und auch die Linkspartei gestimmt. Anne Hübner von der SPD hat sich beim Linksparteipolitiker Stefan Jagel dafür bedankt, dass er Verantwortung übernimmt, statt für Populismus zu stimmen. Diesen Vorwurf des Populismus macht sie uns Kolleginnen nach tausenden Gesprächen und gebrochenen Versprechen, nachdem sie davor für den Kreißsaalerhalt waren. Damit haben sie gelogen. Aber wir haben 2 Jahre lang gekämpft für die Interessen von Patientinnen und Frauen, für die Interessen von Kolleginnen und echte Demokratie im Betrieb und eine sichere Geburtsbegleitung. Ich bin nach heute wütend, aber es zeigt mir nur, dass wir diesen Parteien nicht vertrauen dürfen. Die Kontrolle und Entscheidungen nach demokratischen Diskussionen über Umstrukturierungen wie diese muss bei den Kolleginnen selbst liegen. Diese Schließung ist ein Beispiel der Sparpolitik. Es gibt keinen einzigen medizinisch notwendigen Grund für die Zusammenlegung der Kreißsäle Neuperlach und Harlaching. Und es stimmt einfach nicht, dass die Qualität gleich bleiben wird. Das liegt nicht daran, dass andere Hebammen schlechter arbeiten, sondern dass ein gutes Team mit niedriger Interventionsrate und Fokus auf gesunde Geburten gelöscht wird. Deswegen sage ich, dass wir in München und auch sonst weiter kämpfen müssen für eine bedürfnisorientierte Gesundheitsversorgung. Dafür brauchen wir immer noch Versammlungen mit der Stadtbevölkerung und den Beschäftigten zusammen, um über diese Themen zu diskutieren und letztendlich zu entscheiden. Es ist eine Aufgabe der Gewerkschaften, sowas voranzutreiben.